Gestern um diese Zeit habe ich vor Jesus gekniet. Einer von uns ist taubstumm. Mein Bruder war tot. Lepra. Du gehst jetzt zu diesen Jüngern und gibst ihnen unsere 2 Fische und 5 Brote. Normalerweise ist das ein Todesurteil. Okay, okay. War taubstumm. Jesus ist einfach stehen geblieben. Läuft der Kerl einfach auf den Wellen auf uns zu. Dann hat er mit dem Essen zum Himmel geschaut und einfach nur gesagt, öffne dich. Dann hat er gesagt, genau, Leben. Das soll Lazarus. Und das Wasser hat mich getragen. Ich konnte es nicht fassen. Seit dem Moment bin ich rein. Wir haben verteilt und verteilt. Und wir haben verteilt und es ist einfach nicht weniger geworden. Ich war da. Ich habe es miterlebt. Das ist mein Jesus. Als Jesus zu Lebzeiten Wunder vollbrachte, kamen die Leute sehr ans Licht. Wie kann es sein, dass dieser Mensch, der dort stand, leibhaftig solche Power hat? Wie kann es sein, dass er von sich behauptet, Sünden zu vergeben? Ist das möglich? Und wie kann es sein, dass er so viele Dinge tat, die damaligen Theologen sehr ans Limit brachten? Wir beschäftigen uns in der Serie Daily Miracles mit verschiedenen Wundern, mit verschiedenen Geschehnissen, die zu Lebzeiten Jesus passiert sind. Und werden uns die Frage stellen, was hat das mit deinem und meinem Leben zu tun? Daily Miracles. Jesus tut heute noch Wunder.